So, neben der Platzierung von Objekten mit Hilfe von irgendwelchen Hilfslinien, Gitter oder sonstigen Hilfsmitteln möchte ich noch eine Kleinigkeit vorstellen, die ich sehr häufig nutze. Und zwar ist es das Verschieben von Objekten mit Hilfe von den Pfeiltasten. Ich mache das Ganze mal ein bisschen größer, damit man eben die Objekte näher sieht und dass man auch besser erkennen kann, ob ein Objekt sich berührt oder nicht. Generell ist es ja so, dass ich mit der Maus verschieben kann, aber ich kann eben auch mit den Pfeiltasten verschieben. Und das finde ich eben sehr wichtig, wenn man sagen will, naja, es soll halt nur ein kleines bisschen zur Seite geschoben werden. Ich kann ja, wenn ich jetzt etwas verschieben will, zusätzlich die Steuerungstaste zum Beispiel drücken. Da steht hier unten jetzt ziehen, um horizontal, vertikal bewegen. Also das ist ja schon mal ein gewisser Vorteil, sodass ich, na, jetzt habe ich gerade am Mittelpunkt gezogen, sodass ich also zum Beispiel ein Objekt, also zum Beispiel nur waagrecht bzw. senkrecht bewegen kann. Wobei, wenn man jetzt nochmal kurz zurückgeht, im engeren Bereich funktioniert es halt nicht so gut. Ja? Also wenn ich weiter wegschieben will, geht das ganz gut, waagrecht, senkrecht. Aber sobald ich in der Nähe des ursprünglichen Objektes bin, verrutschte ich sowohl waagrecht oder senkrecht, also sehr, sehr leicht. Also gerade wenn es sehr genau sein soll, dann ist dieses Problem mit dem waagrecht, senkrecht Verschieben noch ein bisschen schwieriger. Und da nutze ich dann eben lieber die Pfeiltasten, um, ups, was habe ich jetzt gemacht? Um das Objekt nur ein bisschen zum Beispiel zu verschieben. So, also Objekt ist angewählt und dann kann ich also zum Beispiel mit dem Pfeiltasten das Ganze hoch verschieben, eins runter. Ich kann auch so ein bisschen ausprobieren und indem ich mir merke, eins hoch, eins runter verschoben, kann ich es relativ leicht ausrichten. Jetzt, wenn ich zum Beispiel sagen will, ich will die Objekte sich berühren lassen, dann habe ich mit einfacher Pfeil hier das Problem, dass es nicht funktioniert. Denn es wird immer ein bestimmter Schritt gehüpft. Und da gibt es jetzt eben die Zusatzmöglichkeiten oder die Möglichkeiten mit den Zusatztasten. Und zwar kann ich, und das ist eine Funktion, die also in sehr vielen Programmen sehr ähnlich ist, mithilfe der Alt-, Umschalt- und Steuerung-Taste da so ein bisschen was regeln. Und zwar drücke ich jetzt mal die Alt-Taste und kann dann, wie man jetzt sieht, mithilfe der Pfeiltasten, das also ganz kleine Schritte verschieben. Und so habe ich eben die Möglichkeit, Objekte also beliebig nahe dann quasi beieinander positionieren. Und wenn ich es noch ein bisschen größer darstelle, kann ich das also noch genauer machen. Wie aber ohne Pfeiltaste ist eben dieses Verschieben mit Hilfe der Alt-Taste auf eine bestimmte Strecke quasi festgelegt. Also ich kriege es nicht genauer, wenn ich es vergrößere, nur ich sehe es genauer, ob ich es richtig hingeschoben habe. Übrigens, die anderen Tasten haben also auch eine Funktion. Ich muss selber mal ein bisschen probieren. Ich mache das meistens automatisch. So, das war die falsche. Also mit Hilfe der Umschalttaste habe ich größere Strecken, mit Hilfe der Alt-Taste ganz kleine und ohne Zusatztaste so mittelgroße Schritte. Könnte sein, dass vielleicht sogar der Faktor 10 ist, also quasi 10 mittlere Schritte mit einem großen oder sowas müsste man ausprobieren. Ist aber eigentlich auch nicht ganz so wichtig. Das Ganze funktioniert natürlich nach oben und nach unten auch. So, und mit Hilfe dieser Möglichkeit kann ich dann also zum Beispiel Objekte relativ genau beieinander platzieren. Zum Beispiel, wenn ich sagen will, diese Kugeln sollen sich nur berühren. Und dann muss ich eben gucken, dass ich das entsprechend platziert bekomme, indem ich jetzt in diesem Fall die Alt-Taste drücke. So. Und das kriege ich mit dem Mauszeiger niemals so genau eingestellt. Jetzt noch ein kleiner weiterer Tipp, wozu ich das auch benutze. Und zwar ist es so, dass es hin und wieder mal vorkommt, dass ich eine Zeichnung habe. Und ich möchte da irgendwie etwas machen und da stören mich vielleicht andere Objekte. Und da mache ich das gerne mal so, dass ich sage, okay, ich tue die mal wegschieben. Es gibt noch andere Möglichkeiten, aber was ich sehr gerne mache, ist, dass ich sage, ich schiebe das einfach mal zur Seite. Zum Beispiel eins, nee, falsche Taste wieder, Umschalttaste. Zum Beispiel eins, zweimal mit Umschalttaste zur Seite.
kann dann hier irgendetwas zeichnen, wo ich vielleicht gestört wäre, wie auch immer. Und wenn ich da fertig bin, kann ich dann mit Hilfe des Verschiebens mein Objekt wieder genau an die richtige Stelle bekommen, so wie es vorher. Aber ich muss mir halt nur merken, ich habe es um so und so viele Schritte zur Seite verschoben und dann habe ich hier kein Problem, das wieder genau an die Stelle zu bekommen, an die ich es haben wollte. Ja, das ist also, das sind also ist die Wirkung der Zusatztasten. Wichtig eben auch nochmal zur Erinnerung, wenn ich Steuerung drücke, kann ich parallel verschieben. Das macht aber nur Sinn, wenn es wirklich über längere Strecken ist. Was ich manchmal dann übrigens auch mache, ist, wenn ich sage, oh, ich will es ein bisschen nach links verschieben, dass ich es erstmal zur Seite schiebe, kurz loslasse und dann nochmal quasi in dem Nahbereich dann hierhin schiebe. Die Höhe bleibt ja die gleiche, ob ich hier starte oder ob ich hier starte. Aber ich kann, wenn ich es aus weiter Entfernung hierher ziehe, eben von hier drüben, nicht nach oben und nach unten verrutschen, was sonst hier der Fall wäre. Ja, das sind wichtige Hilfsmittel. Und was ganz wichtig ist, das funktioniert eben bei fast allen anderen Programmen genauso. Also mit Hilfe von dieser Alt- und der Umschalttaste etwas zusammen mit den Pfeiltasten zu verschieben.